Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten von den Lilien. Präsentiert von Krombacher. Gute und herzlich willkommen. Es steht der 33. Spieltag für uns an. Ein Freitagabendspiel bei Fortuna Düsseldorf, für das wir Stand jetzt 4.000 Karten absetzen konnten für den Gästebereich. Stolze Zahl. Vorverkauf läuft auch noch bis Donnerstag 18 Uhr. Und ja, eine Tageskasse wird es auch für die ganzen Kurzentschlossenen ebenfalls geben. Soweit zum Ticketing, organisatorischen Prozedere. An meiner Seite, das auch ist ganz normal, auch heute wieder unser Cheftrainer Thorsten Lieberknecht, und an den könnt ihr sie gerne eure Fragen stellen. Michael Maxen, Hitradio FFH. Ja, hallo Thorsten. Vielleicht nochmal wieder einmal so dieses Obligatorische, sind alle fit? Wie ist da so der Stand in der Mannschaft? Nee, sind nicht alle fit. Ausfallen werden weiterhin Aaron Seidel, Fabi Schnellhardt und neu dazugekommen gestern, hat sich bei einem Zweikampf, gestern ging es schon recht heftig zu bei uns, so in den direkten Zweikämpfen, war richtig gute Spannung drin. Hat sich allerdings Nemanja Celic verletzt, der hat sich eine Nierenquetschung zugezogen, musste auch über Nacht im Krankenhaus bleiben, ist jetzt heute entlassen worden und wird allerdings jetzt am Freitag nochmal untersucht und dementsprechend wird er ausfallen. Wieder zurückgekehrt ist jetzt Lasse Sobic, ist wieder zurückgekehrt ins Mannschaftstraining, hat Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht und wäre einsatzfähig, und alle anderen sind so wie in der letzten Woche auch, stehen auch parat. Düsseldorf, du hattest es ja schon angesprochen, super gut drauf in letzter Zeit. 11 Spiele ohne Niederlage, unter dem neuen Trainer noch kein Spiel verloren. Ganz salopp, wie schwer wird das und worauf wird es da ankommen am Freitag? Ja, wenn man jetzt mal die Tabellensituation ausklammert, und wir klammern die eigentlich seit dem ersten Tag aus, und die Serie sieht und eben halt auch weiß, wie Fortuna Düsseldorf in die Saison gestartet ist, nämlich als jemand, der eben halt auch das Ziel ausgegeben hat, aufzusteigen, denke ich, auch mit der Serie, die ist unglaublich, 11 Spiele, keine Niederlage einzufahren, weiß man eigentlich, wer der Favorit ist. Das ist Fortuna Düsseldorf, und dementsprechend, wird es dieses berühmte Brett, was man bohren muss, und wird total spannend sein einfach, ja, weil was natürlich jetzt mit Fortuna, eine Mannschaft, haben Sie ja gesagt, die jetzt seit langer, langer Zeit kein Spiel verloren hat, die jetzt im letzten Heimspiel mit Sicherheit auch alles dafür tun wird, weiterhin kein Spiel zu verlieren. Und wenn man das dann immer im Kopf hat, weißt du eben, da tust du alles dafür. Und wir versuchen eben, dass es halt irgendwann mal halt passiert, dass man mal gewinnt da gegen Düsseldorf. David Rischke von Sat.1, ganz hinten. Guten Tag. Inwiefern spielt denn das Wort Druck bei Ihnen überhaupt eine Rolle, bei Ihnen und Ihrer Mannschaft diese Woche? Spielt definitiv keine Rolle. Ja, weiß nicht, ob es keine Rolle spielt, aber es ist so, wir haben so für uns einfach so ein Tun, dass wir erstmal weiterhin super gerne zum Training kommen. Eigentlich ist bei uns mehr so die Tatsache, dass bei uns viel normal einfach ist. Und Normalität herrscht. Deswegen hat man natürlich auch an Tagen, wenn es dann zum Spiel hingeht, dann wächst die Angespanntheit, dann ist auch ein bisschen Druck da, aber nicht der Druck jetzt aufgrund dessen, was man eventuell erreichen kann, sondern so dieser normale Spieltagsdruck, sagt man es mal so. Aber was man tatsächlich halt komplett merkt, ist halt Normalität in der Truppe und bei uns. Ja, die Trainingseinheiten werden vernünftig, bringen wir vernünftig über die Bühne. Da ist wie gestern ein richtig guter Drive drin, teilweise gestern auch vielleicht ein bisschen mit Überhärte drin, aber ja, die Jungs wollen halt, die brennen da drauf. Ja. Dann halt hast du auch mal eine Trainingseinheit drin, wo du weißt, okay, die war jetzt nicht so prickelnd. Und deswegen sage ich, bei uns herrscht komplett Normalität. Und das finde ich eigentlich total spannend zu dem jetzigen Zeitpunkt, dass es so ist. Weitere Fragen?
Dann gehen. Wenn sich keiner einigen kann, dann mache ich eine Entscheidung. Und Olli Strehrath, Darmstädter Echo, bitte. Mikrofon kommt. Aber da waren auch einige Spiele dabei, wo sie 2-0 gegen Dresden geführt haben, 2-0 gegen Karlsruhe geführt haben und dann letztlich nur 2-2 gespielt haben. Ich meine, ihr steckt auch nie auf, ihr habt auch hier gegen Düsseldorf 0-3 hinten gelegen, habt dann, glaube ich, noch das 1-3 gemacht. Ist das auch so nochmal so ein Ansatz, wo man sagt, Jungs, auch wenn es in der 89. Minute 0-2 steht, wir haben trotzdem noch unsere Chance? Also das ist bei uns ja tatsächlich so, dass wir ja auch schon diese Erfahrung gemacht haben, eben in Unterzahl gegen Dresden lange Zeit dann einen Sieg einzufahren, dass wir das können, dass wir Spiele drehen können, dass wir Rückstände wieder aufholen können. Das war das Spiel gegen Heidenheim natürlich dann auch prägend. Also wichtig ist, dass man diese Erfahrung in einer Saison gesammelt hat, dass die Jungs dann auch wissen, in welchen Situationen welche Handlungsmuster dann halt auch wichtig sind, dass sie die abrufen können. Und bei der Fortuna wäre es natürlich noch überragender gewesen, ihre Serie, wenn sie diese Spiele, wo sie tatsächlich ja dann auch noch in letzter Minute, auch gegen den HSV zu Hause, wo sie ein fantastisches Spiel abgeliefert haben, wo sie dann auch noch den Ausgleich, glaube ich, mit dem Abpfiff bekommen, dann wäre die Serie natürlich, glaube ich, auch in die Richtung gegangen, dass sie richtig hätten eingreifen können in den Aufstieg. Kampf. Dann jetzt den Ball zurückgespielt zu Michael Maxen. Ich habe noch mal eine Frage zu den Standards. Eine Zeit lang hat ja Tobi Kempe eigentlich jede Ecke, jeden Freistoß, jeden Standard gemacht. Zuletzt kam der Fabi Holland da immer mehr dazu. Was ist der Grund? Also auch als Tobi Kempe gespielt hat? Oder ist das eine falsche Beobachtung? Nein, das ist eine richtige Beobachtung. Ja, wir haben jetzt gerade auch nochmal die Offensivstandards nochmal intensiviert, einfach um da nochmal ein bisschen mehr Variabilität reinzubekommen. Und deswegen ist der Fabi eben halt auch einer, wie in Paderborn, als er den letzten Eckball gebracht hat, zu Party Pfeife, den reingeköpft hat. Das ist einfach Variabilität. Ne? Hast du den Linksfuß, da hast du den Rechtsfuß, der eine zum Tor hin, der andere weg vom Tor. Wenn beide da stehen, weiß man nicht, geht er zum Tor oder weg vom Tor. Aber wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen und das ist tatsächlich ein Grund, ja, dass wir da ein bisschen mehr Variabilität reinbringen. Und dann noch mal ein Wort dazu, 4.000 Fans, die am Freitagabend mit nach Düsseldorf kommen, also es ist ja einfach eine coole Sache, oder? Also die müssen ja auch noch arbeiten eigentlich. Ja, das ist, wenn man vor allen Dingen auch weiß, wenn man da die A3 hochbrettert, ich lebe ja dort, im gegnerischen Land, weiß man schon eben, was die Fans da auf sich nehmen. Aber ich glaube eben, dass alle dabei sein wollen, uns unterstützen wollen und vielleicht fahren sogar noch mehr hin. Ich habe gehört, dass es mit die größte Fanreise jetzt mittlerweile ist, seit dem Aufstieg in die erste Liga, damals unter Dirk Schuster. Seit dem Abstieg, es gab noch andere größere Reisen, ne? Berlin hast du mir erzählt und solltest du sagen. Und jetzt ist klar, also das, wenn du dann dorthin fährst und siehst halt viel Blau-Weiß halt auch in der Stadion fahren, das ist ein super, super gutes Gefühl. Also von daher, ich glaube, dass der eine oder andere morgen dann auch nochmal überlegt, vielleicht noch hinzufahren und wenn es noch Karten gibt, ja, hat der Jan auch gesagt, dann ja, werden vielleicht sogar mehr als 4.000, aber die da sind, das ist ähnlich wie auf St. Pauli. Wir haben da immer halt auch die Verantwortung dafür, eine gute Leistung zu bringen. Und dass wir dort eine sehr, sehr gute Leistung bringen müssen, das steht außer Frage. Matthias Merget vom HR. Hallo, ich hätte gleich mehrere Fragen. Jetzt ist ja schon eine gewisse Euphorie und Sie sind ja schon lange im Fußballgeschäft, als Spieler, als Trainer. Wie macht es bei Ihnen bemerkbar, wie viel Ex-Spieler, Kollegen, Ex-Spieler von Ihnen rufen an und sagen oder schicken Ihnen Mails und WhatsApp. Wie ist es trotz aller Normalität, die Sie natürlich versuchen, ein bisschen zu transportieren, aber bei Ihnen ganz privat, wie oft klingelt das Telefon oder Glückwünsche für die nächsten Spiele? Wie hat sich das verändert bei Ihnen? Ich meine, das ist ja schon aufsehenerregend, was Sie da leisten. Nee, tatsächlich, auch da herrscht Normalität vor. Ich würde gerne was anderes sagen jetzt oder Ihnen was anderes anbieten.
alle, die letztendlich da mit mir mal zusammengespielt haben oder jetzt auch im Trainerjob oder so sind, die sind natürlich halt auch noch beschäftigt, ihre Mannschaften und ihren Job zu erledigen. Also von daher hält sich das echt im Grenzen. Nach dem Spiel gibt es schon einen Unterschied, ob du gewonnen hast oder verloren hast. Also wenn du gewinnst, hast du mehr WhatsApp auf dem Handy, als wenn du verlierst. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber das ist, glaube ich, auch normal. Ich glaube, wichtig ist, dass ich weiß, dass da einige mitfiebern und uns die Daumen drücken. Und ich habe ja auch im Bekanntenkreis viele Fortun-Fans, weil wir ja dort wohnen. Und selbst da hat sich der eine oder andere jetzt schon mal ertappt gefühlt, selbst als großer Fortuna-Fan, uns am Freitag vielleicht so ein kleines Däumchen mal zu drücken. Ja. Dann die Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk haben mich gebeten, mal, dass Sie vielleicht was zu Ihrem Ex-Club Braunschweig sagen. Da ist der Aufstieg möglich. Wie verfolgen Sie das und wie würden Sie sich freuen, wenn Braunschweig da hochgeht? Das haben die Kollegen gebeten, dass Sie das mal vielleicht kurz Ihre Gefühlssituation da schildern, was Braunschweig betrifft. Ja, natürlich, wenn man 15 Jahre dort war und 10 Jahre als Trainer und vorher als Spieler und letztendlich dort diese Zeit halt auch sehr, sehr prägend war, verfolgt man das immer noch sehr stark und ich bin mir ziemlich sicher, eigentlich zu 100% sicher, dass die Eintracht den direkten Aufstieg schaffen wird, weil sie einfach in den letzten Spielen das ganz souverän einfach auch über die Bühne gebracht hat. Und von daher freue ich mich natürlich für viele und insbesondere für die Fans dort, wenn sie die Eintracht eben halt auch, wenn sie Eintracht schaffen, in die zweite Liga aufzusteigen. Aber das werden sie mit Sicherheit tun. Dann meine letzte Frage. Bei Ihnen läuft es ja auch sehr gut in der Saison, aber beim Nachbarn Eintracht Frankfurt zumindest international auch sehr gut. Wie freut Sie das, dass Sie so erfolgreich sind international und glauben Sie, dass die Eintracht es schaffen kann, das Finale zu erreichen? Wie ist da Ihr Blick auf das Spiel morgen? Bis es morgen. Sehen Sie, das habe ich gar nicht. Ich bin da eher so bei uns jetzt in Darmstadt. Aber wir sind ja vom Hessischen Rundfunk, deswegen gebührt es den Respekt. Deswegen beantworte ich die Frage. Die werden das Spiel gewinnen und werden ins Finale kommen. Und das haben sie sich dann auch verdient, weil sie einfach bei West Ham schon eine klasse Leistung gebracht haben. Aber ich habe das eh so empfunden, dass sie ja tatsächlich stärker sind als West Ham. Und das haben sie gezeigt in London und das werden sie jetzt dann morgen auch zeigen. Und dann kommen sie verdient ins Finale und dann, glaube ich, sollen sie es auch gewinnen. Dann drücken wir ihnen die Daumen. So, nachdem jetzt Braunschweig, Frankfurt abgehakt haben, gibt es noch Fragen zum Düsseldorf-Spiel. Hat sie ausgefragt. Nein, David Rischke nochmal. Ich verzeiht man es mir jetzt. Ich komme richtig ins Schwitzen nach den Vorfragen meines Kollegen, denn ich habe auch noch eine Frage, eine etwas speziellere an Sie. In den nächsten Tagen oder ein, zwei Wochen kommt eine Biografie von Wolfgang Frank raus und ich habe auch noch bei uns nette Archivaufnahmen von Ihnen gefunden, unter der Dusche nach dem Klassenerhalt mit Mainz 05. Aber vielleicht noch mal würde ich Sie gerne fragen, wie sehr hat Sie persönlich auch die Arbeit und der Mensch Wolfgang Frank geprägt? Wenn ich es kurz und bündig antworten darf, ganz stark. War einer der prägendsten Trainer, die ich hatte. Und der hat nicht nur mich geprägt, sondern hat sehr, sehr viele andere Trainer. Und es gibt ja einen ganz großen in Liverpool, der hat sehr, sehr viele geprägt. Einfach. Er hat einem den Trainerberuf als Fußballspieler näher gebracht. Und dementsprechend ist das eine ganz große Persönlichkeit und jemand eben, der für Mainz 05 steht, wie kaum ein anderer, außer denen, die eben danach gekommen sind. Aber er war der Vater des Erfolges und der Professionalität, die Einzug gehalten hat bei Mainz 05. Bitte. Darüber hinausgehende Handzeichen sehe ich nicht. Dann danke für euer Kommen und wir freuen uns auf möglichst viele Fans in Düsseldorf. Das war's mit dem Neuesten von den Lilien, präsentiert von Krombacher.